An der Natur begeistern mich vor allen Dingen die Prozesse, die über lange Zeit laufen, die wir manchmal gar nicht richtig mitkriegen. Wie zum Beispiel der Kompost, den wir in unserem Schulgarten auch haben, wo wir die Pflanzen, die wir nicht brauchen, Unkräuter und sowas hereingeben und wo Zersetzungsprozesse stattfinden, wo sich große Teile von Mikroorganismen und andere Tiere beteiligen. Mein Name ist Christian Rüschel, ich wurde in Hamburg geboren, bin 32 und studiere am Institut für Waldorfpädagogik in Witten an, Klassenlehrer und Handwerk und Bildende Kunst und habe vorher Gartenbaulehrer studiert. Man stellt sich als Gartenbaulehrer einer Altersgruppe, nämlich einer Mittelstufe, die gerade voll in der Pubertät ist oder voll in die Pubertät kommt. Wer gerade seine neuen Klamotten hat oder sich die Fingernägel lackiert hat, was in dem Alter gerade aufkommt, für den ist es eine größere Überwindung, sich dann auch mit der Erde zu beschäftigen, in der Erde zu gehen und vielleicht einen Regenwurm anzufassen oder sowas. Und da ist es für Mädchen und Jungs beides eine große Herausforderung. Der Gartenbauunterricht in der Waldorfschule findet das ganze Jahr über statt. Das heißt, es ist nicht nur, dass man einmal die Highlights irgendwie hat als Schüler, sondern dass man den ganzen Jahreskreislauf mitkriegt. Und dadurch sind die Erlebnisse auch entsprechend persönlicher und direkter. Ich studiere Lehramt, weil ich vorher die Erfahrung gemacht habe als Dozent für Gartenbau und eine Berufsvorbereitung, dass ich mit Jugendlichen gearbeitet habe und da ist bei denen durch die Sachen, die wir gemacht haben, eine ganz große Menge passiert. Diesen Prozess zu erleben von den Jugendlichen, wie sie einen Samen in die Erde stecken, der dann wächst, wo sie sich sehr damit verbinden und darum kümmern und nachher die eigenen Tomaten ernten zu können. Und in der Gruppe dann auch zuzubereiten. Das war für die Schüler und auch für mich eine sehr bedeutende Erfahrung. Und daraufhin habe ich gesagt, in diesem Bereich möchte ich weiterarbeiten.